Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Mod-Tutorial über Hexit. Viele kennen den Mod, viele freuen sich darüber, wenn sie einmal Stuff oder ein bisschen Action brauchen. Und zwar ist er hier in dieser Kategorie und das ist der Better Dungeons Mod. Und der macht Hexit wirklich sehr erfolgreich und spannend, weil dieser Mod ganz, ganz viele Dungeons generiert. Und wir sehen gerade schon hinter mir ein paar Dungeons, die ich selber generiert habe. Und das schauen wir uns jetzt mal zusammen gemeinsam genauer an. Und wir fangen an mit so einem typischen Corsair hier, mit dem hier gespawnt. Und ja, da ist es üblich, wenn man da reingeht, dass dann die Spawner, wie bei vielen von diesen Dungeons, dass sie einmal spawnen und danach einfach verschwinden. Und das hier ist eine Art, die so eine Art Skeleton spawnt. Und man sieht schon, man hat ganz, ganz viele Eingänge, von oben bis nach unten, mit natürlich immer wieder Truhen und auch Fallen hier. Ich sehe das gerade gar nicht und dir sicher auch nicht, deshalb hole ich mir mal ganz schnell eine Torch hier. Eine kleine Fackel. Ich mal hier die schwarze. So. Woran liegt denn jetzt? Ich kapiere den Sinn dieser Falle nicht. Na gut, aber man sieht schon, dieses Dungeon geht nach oben und nach unten. Und wenn man da so ein bisschen weiter geht, findet man auch Truhen mit sehr, sehr geilen Sachen. Also das hier nenne ich Glück hier. Und hier so eine Spinne, ein paar Spawner. Und weiteren Fallen. Und auch schon hier so ein Harbinger, auch so ziemlich gut. Und hier haben wir auch schon irgendwie solche Fallen. Und natürlich auch mit fetten Belohnungen, die wir vorher schon gesehen haben. Aber wir gehen jetzt erstmal da raus. Und ich zeige euch noch ganz schnell die Oberwelt von dieser Burg. Aber dann müssen wir auch schon weiter, weil sonst wird die Folge zu lang. Denn wir haben noch sehr, sehr, sehr viele andere Dungeon-Möglichkeiten und Auswähler, die ich euch natürlich auch zeigen muss. Also hier gibt es noch Spawner von Wächtern. Und man kann ja natürlich irgendwo auch zum King. Also ich weiß gerade nur nicht genau wo. Aber es gibt in fast allen Dungeons Boss. Nicht überall, aber schon in so ziemlich allen. Und ja, siehst du ja nochmal so. Ja, ganz, ganz viele Erz hier. Ardite. Wenn man mein vorheriges Tutorial schon geschaut hat, das wäre ja super. Dann wisst ihr schon, Ardite gehört zum Beispiel, oder Copper, das gehört zu den Ores, oder hier auch, das gehört zu den Ores von dem Mod T-Constructcraft. Ihr könnt euch diesen Mod nochmal sehr, sehr gerne anschauen. Bitte eine Bewertung da lassen, auch bei diesem Video, das wäre super. Und dann wisst ihr auch schon über diesen Mod Bescheid. Ich mache natürlich auch weiterhin noch mehr Tutorials, denn Hexe hat ja noch viel mehr Mods. Aber bevor ich jetzt wieder damit anfange, gehen wir einfach mal weiter und treffen auch so eine Art Burgern, einfach nur mit großem Boss. Die ist größer und ist auch nur in der Schneewelt. Generell in der Schneewelt sind auch bessere Sachen. Und diese Burg gehören Archer. Was ist denn das hier? Gar nicht, okay. Die gehören Archer. Walkers. Nee, Walkers, genau. Und die sind wirklich ziemlich gefährlich, haben gute Rüstung, haben Bogen bis zu Schwertern. Und man kann hier in den Häusern eindringen. Erstmal so für den Anfang und dann. Ja, und dann gibt es so ein paar Truhen, meistens nur mit Nahrung da drin. Graben uns mal ganz schnell so rein. Und dann sehen wir schon, ja, Backpack, Fackeln ist noch nicht so der Oberhammer. Aber diese Dungeon hat noch mehr zu bieten, denn wenn man hier so durchgeht, dann kommt man hier nochmal zu einem. So ein paar villaartige Häuser. Also dieses Dungeon beinhaltet auf jeden Fall so ein schönes Dorf, wo die Walkers gemeinschaftlich leben. So, ich muss jetzt wieder mal vorangehen hier, weil sonst dauert es ja wieder Überstunden. Wir gehen dann einfach mal nach oben. Irgendwo ist dann ein Weg nach oben, wo es dann schon die Treppen hochgeht mit ein paar Truhen und Spawnern. Und schließlich ist man dann da oben angekommen. In nochmal einem sehr, 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 sehr schönen Ort und auch schon wieder mit solchen Ores und Backpacks, alles, was das Herz begehrt. Aber wir müssen ja noch zur Hauptattraktion ganz, ganz schnell kommen. Und zwar ist das der Walker King. 405. Lol, das ist der Optifine-Bug. Und Herr Optifine. Und da gibt es manchmal diesen Bug, dass man keine Leiter mehr gehen kann. Aber das ist ja nicht weiter schlimm, wir können ja immerhin fliegen. Und ja, warte mal, wo ist der denn jetzt? Der ist auf jeden Fall hier irgendwo und wenn man den gekillt hat, bekommt man ein wunderschönes Walker Sword. Und das kennen so Walker King heißt es. Und haben sicher viele und kennen auch schon, was das kann. Also das macht ziemlich Schaden.
Und wenn man Shift drückt und dann auch noch Rechtsklick, hat es genau diesen Effekt wie bei Ninja Dagger, wo wir auch gleich noch dazukommen werden. Wir machen Rechtsklick drauf und dann spawnen wir Walker King. Aber in Survival Mode können wir uns damit dann porten. Aber mit dem spawnt hier eben, mit dem Kreativ spawnt hier die Walker Kings. Und man sieht schon, die sind ganz schön heftig, 250 Leben, haben blaue Augen, wie genau die Untertanen, heftige Rüstung. Auf die müsst ihr euch wirklich gut gefasst machen. Die sind echt heftig, aber das lohnt sich auf jeden Fall. Und ich würde einfach mal sagen, wir gehen jetzt weiter, weil sonst haben wir echt keine Zeit mehr. Und zwar zum nächsten Dungeon, das wirklich sehr, sehr viele erfreut und das auch besonders selten ist und sehr schwer zu generieren ist. Und zwar sieht man es hier schon so ein Teil, die meisten erkennen es schon, es ist ein Vulkan. Ein Vulkan ist ganz selten, kommt in der Ebene vor und spawnt schon, wie man sieht, heftig, richtig, richtig viele, richtig, richtig viele Erze. Also man sieht hier schon von Kohle bis hin zu Diamanten und Emeralds, alles was das Herz begehrt und natürlich auch das dazugehörige Lava. Und wenn wir jetzt mal da reingehen, dann schauen wir mal rein. So. So. Und dann sehen wir schon, wir haben so ein Band aus Redstone und Spawnern und natürlich weiteren Erzen. Und hier solche Dwarf und in Survival greifen die einen natürlich an. So, worüber spricht... Ah, Kakaobohnen. Ja, die schmecken natürlich saulecker, gell? Die haben eine Eisenspitzhacke, machen gut Schaden, 25 Leben und sehen so ein bisschen aus wie Gronk, muss man einfach mal sagen. Die sind überall auf dem Vulkan verteilt. Man kann hier schön hoch und runter und das gibt es immer wieder Truhen. Und unten ist der geilere Stuff, so in fast wie allen Dungeons. Da sieht man schon eigentlich fast immer nur Essen. So, und wenn man da jetzt unten ist, dann gibt es auch meistens geileren Stuff. Schauen wir mal da rein. Nee, das ist auch gerade nur Essen. Aber es gibt da im Vulkan auch noch eine besondere Eigenschaft. Und zwar, wenn man da unten ist, dann sieht man hier so einen Netherrack-Eingang. Und dann kann man hier in so einen geheimen Unterdungeon. Hier ist auch noch irgendwo eine Truhe, ganz sicher. Kann ich mal wieder eine Fackel setzen für euch. So, warte mal, zeig mal her. Haben wir hier vielleicht eine? Nee, okay, doch nicht. Alles aus Bücherregalen, natürlich auch Spawnern, die dazugehörigen. Und dieses Dungeon ist wirklich noch ziemlich groß und es beinhaltet auch viele Truhen und auch noch ein paar Fallen. Und so, hier haben wir sogar noch ein richtig schönes Endportal, das einen natürlich ziemlich erfreut, wenn man ins Ende gehen will, damit man nicht nur Festungen suchen muss. So, aber wir müssen jetzt auch schon gleich zum nächsten Dungeon, Alter, das dauert uns 30 Minuten, diese Folge. So. Das könnt ihr alles weiter erforschen. Da gibt es auch noch richtig geilen Stuff. Aber wir müssen jetzt echt weiter. So, erstmal nach oben graben hier. Also das dauert mega lang. Schließlich sind wir ja im Vulkan. Und da sind wir schon draußen. Und dann gehen wir jetzt weiter. Das waren jetzt so die üblichen Dungeons. Nach oben, die oben in der Oberwelt spawnen. Aber es gibt auch noch geheime Dungeons in der Unterwelt. Sprich sogar im Nether. Und ich try jetzt das erste Mal oder sogar auch im Wasser. Das kennen sicher auch schon die meisten. Warte, erst mal so ein bisschen Müll. Dann weg, aber schnell. So, wie lange nehme ich denn schon auf hier? 8 Minuten. Oh mein Gott. Ich glaube, da muss ich 2 Teile machen. Auf jeden Fall haben wir hier noch so eine Jungle Cave. Das ist, wie gesagt, in der Cave. Das sind jetzt alles diese nächsten Dungeons, die ich euch zeige. Sind nun in der Erde. Das heißt, ihr findet die vielleicht in dann. In unter der Erde, wenn ihr hier zum Beispiel dieses hier seht, ihr dann im Dschungel, ohne dass es gemerkt und so. Oh, da sind wir jetzt auch schon. Das liegt jetzt so komisch in der Luft, aber ihr wisst ja, das generiert unten. Aber wenn man da so drin ist, dann sieht man schon ganz, ganz schöne Kürbislaternen. Sieht richtig, richtig episch aus mit den schönen mit Erde und so. Und hier Goblins, so heißen diese, und ziemlich stark mit Steinschwertern. Und ja, sogar ein paar Bosse. Ganz schnell schauen. Ja, da haben wir wieder nur Essen. Aber dieser Dungeon hat einen epischen Boss. Richtig episch. Sieht vielleicht so ein bisschen erschreckend aus, aber das ist er nicht. Es ist nicht so stark. Wir gehen einfach mal nach oben in die Mitte. So, warte mal. Da war er irgendwo. Mal. Das dauert jetzt auch wieder mega lang. Ich muss den erstmal suchen. Ich finde den gerade gar nicht. Auf jeden Fall ist das. Können manche vielleicht schon denken oder kennen wahrscheinlich viele auch schon.
Aber warte, ich muss das jetzt erstmal finden. Das könnte ja sein. Aber ist nicht schon da, so? Nein, das ist schon so da, ne? Das war jetzt ein Silberfisch. Also da sind auf jeden Fall auch Silberfischsteine. Das habe ich auch noch vergessen zu sagen. Also ihr dürft auf jeden Fall keinen Stein abbauen. Weil Silberfische, die sind halt nicht so erwünscht. Aber ich finde den Boss gerade gar nicht. Also der Boss ist eigentlich normalerweise hier. Nee, warte, hier geht es noch nach oben. Hier müsste er sein. Aber gut, ist nicht weiter schlimm. Wir müssen sowieso weiter. Es ist auf jeden Fall eine richtig, richtig angstjagende Spinne. Die sieht ein bisschen anders aus als normale. Hat 400 Leben und ist echt riesig. Warte, ich generiere mal eine neue. Vielleicht klappt ja dann. So viel Zeit muss sein. Und da haben wir sie auch schon. Ah ja, ja, ist es ja. Da haben wir jetzt so einen Turm. Ach, auch wieder aus Silberfischstein. Nö, okay. Da gehen wir dann da hoch. So, und dann geht's da rein. Und da sieht man schon ganz, ganz viele Spinnennetze. Und dann, wenn man da drin ist, dann hat man... Nein, scheiße, da ist sie jetzt auch schon. Das ist die Schelop. Und die sieht wirklich, wie gesagt, so ein bisschen erschreckend aus. Und hat auch wirklich viele, viele Leben. Was die jetzt droppt, weiß ich nicht genau, muss ich mal sagen. Auf jeden Fall macht ja auch noch Spinnennetze und generiert hier nochmal so kleine... kleine weiter Nachahmspinnen. So, wenn man die jetzt killt, dann ist das aber leider nicht, was ich brauche. Das muss man ganz schnell killen. Und da schützt sie sich jetzt auch schon. Die Schäler. Aber wir lassen das jetzt mal. Wir können vielleicht später in der zweiten Folge noch killen. Hier ist die wieder. Na komm, die killen wir jetzt schnell. Ich mache die Folge jetzt sowieso in zweimal. Wir schaffen das nicht mehr. In einer schönen 5 Stunden. Schaut euch gerne noch mein vorheriges Video an, die Spiel von Stuttgart Mod. Die hat wirklich auch sehr, sehr viel zu bieten mit deinem Staffel und die ist gleich tot. Und da ist sie jetzt auch schon tot. Und wir haben eine Spider-Hook bekommen. Die ist wirklich richtig gut, besser als eine Hookshot. Und die geht ganz, ganz lang und damit und die klemmt sich auch besser. Jetzt zum Beispiel, wenn schon wieder verfehlt. Junge, was ist denn los? Jetzt. Und dann haben wir es auch schon. Aber gerade mal hier ausprobieren. Geht richtig hoch. Und ja, es müssen wir aber wirklich weiter, weil sonst schaffen wir das ja nicht mal in zwei Folgen hier. So, dann die Diamantenruhe, die ich jetzt bekommen habe. Vielleicht von der Spinne. So, wir machen jetzt auf jeden Fall weiter. Ganz schnell. Und zwar gehen wir weiterhin zu den bleiben wir bei den Underground Dungeons und holen uns jetzt eine Ice Cave, die ähnlich aufgebaut ist wie diese hier. Eben nur genau wie bei den Castles, nur als Schnee. Den Boss kenne ich da so nicht. Ich lasse mich da mal überraschen. Und das ist schon generiert. Ah doch. Also man sieht hier. Hier spawnen glaube ich auch wieder Goblins. Jo. Und wir essen. Aber das hat auch einen typischen Boss hier. Und zwar ist das ein Eisball. 300 Leben hat diese Art von Kuh. Und das ist so ein Stier ähnlich. Und wenn wir den killen, mal ganz schnell schauen, was der bringen würde. So, Freezer Right Sword. Der macht ordentlich Schaden und ja, der ist auch wirklich schwer zu bekämpfen, hat auch 300 Leben. Aber wir schauen mal ganz schnell, was der droppt. Aber sonst sieht dieses Dungeon halt wirklich nicht so episch aus wie hier das Dschungel-Dungeon. Das muss man den Modmacher einfach lassen hier. Diese Idee von diesem Dungeon ist einfach hammergeil. Und auch, wow, lol, die macht Rückstoß, ziemlich Rückstoß und macht Eis unter sich. Aber die ist auch schon, wow, hey, nicht so heftig, du. Und die rennt ziemlich. Ziemlich schnell. So, und da ist sie schon tot. Und was habt ihr denn eigentlich gedroppt hier? Nö. Nichts Besonderes. Nö. Wahrscheinlich droppt ihr was Besonderes, aber ich weiß das gerade mal so nicht. Aber wir müssen jetzt doch schnell weitergehen. Ich will schauen, wie lange ich aufnehme. Schon 14 Minuten. Das heißt, ich mache jetzt vielleicht noch zwei Stück. Dann haben wir 20 Minuten und dann machen wir noch in der nächsten Folge den Rest. Hier machen wir jetzt weiterhin auch auf jeden Fall auch eine Cave, eine Höhle. Und wenn wir diese generieren, dann erhalten wir ein ganz typisches Dungeon, wo ihr werdet es gleich sehen. Okay, das ist natürlich dann der Umgebung angepasst, das Wasser schwappt dann hier nicht so rum. Aber man sieht schon, hier haben wir so eine riesige
Turtle. Und wenn man die angreift, ups, dann greift die einen auch ziemlich an, hat auch besondere Fähigkeiten, viele, viele Level und macht auch ziemlich, ziemlich Schaden. Und hat hier, sieht man auch schon so eine Spezialfähigkeit, das sein Angreifen, so damit er sich schützt und richtig Schaden macht. Diesen Down zu bekommen ist schon echt schwer. Aber wir müssen jetzt auch weiter. Ich mache jetzt noch hier das eine Dungeon. Oder vielleicht schaffe ich es ja noch. Ja gut, dann mache ich so eine 20-Minuten-Folge. Dann mache ich das jetzt noch schnell fertig. Dann reicht es ja doch noch. So, und dann haben wir hier so ein Underground Dungeon. Hat sicher schon mal jemand so nicht bemerkt, so im Meer, dass es hier so ein richtiger Kessel drin ist. Und wenn man sich da mal neugierig durchgrabt, dann entdeckt man schon was Geiles. Aber hier sieht man schon ganz, ganz viel Türklopfen und Jumpspawner. Denn hier ist auch der Kampf zu spawnen. Dann wieder schon die Ebene zu spawnen. Und das ist wirklich ganz unten im Meer. So. Und diese Zombie-Klopfen hier. Und auch ziemlich laut ist. So. So, jetzt ist es ein bisschen leiser. Hier. Also man sieht schon, es ist ziemlich heftig. Und da gibt es natürlich. Dann gibt es dann auch so einen Raum, das ist sozusagen der Endraum mit vielen Gemälden. Und da ist richtig, geil, das Dach. Das muss man den einfach mal lassen. Wenn wir das gleich machen. Also ich finde das gerade nicht so auf die Schnelle, aber das macht ja nichts. Das könnt ihr alles selber erforschen. Und wir müssen jetzt noch schnell weiter. Da habe ich gerade noch schnell Platz hier. Hier vorne. So, und dann generieren wir ganz schnell einen Slime Cave. Ist sowas ähnliches wie die Giant Turtle Cave, halt nur mit einem großen, großen Slime. So, und diese, da haben wir ihn auch schon, den Giant Slime, der hat schon ziemlich Leben verloren. An Raum bietet dieser Dungeon eigentlich gar nichts. Nur eben diesen Giant Slime. Macht ordentlich Schaden, hat auch eigentlich noch mehr, aber warte mal ganz schnell schauen. Und dann schnell noch so ein Schwert, ein Monkey Sword. Ja, das macht ziemlich Schaden, 6 Schaden. So, und hopp, da ist er tot. Und das generiert, oh, auch noch gleich sein Boss. Lol, das muss man jetzt einfach mal lassen. Bis man, oh mein Gott, bis man den Down bekommen hat, muss man einfach richtig daran kämpfen. Also, und der das ist, weil der Boss ist, okay. Okay, der, auf diesen Dungeon muss man sich auch ziemlich vorbereiten. Was der jetzt droppt, weiß ich leider auch nicht, ne? Ich weiß gerade bei den Drops nicht so viel. Aber wir sind jetzt auch schon bei den letzten 2 Dungeons. Oder es sind vielleicht sogar noch 5, weil das letzte Dungeon hat noch eine Art Unterteilung. Aber erstmal hier habe ich gesagt, wir sind jetzt mit den Caves fertig und kommen jetzt im Never wieder an. Und zwar gibt es ein episches Never Dungeon. Und zwar ist es auch wieder sehr schwer zu generieren. Man sieht schon, es geht langsam und lang, richtig weit. So, und da sind wir jetzt auch schon. Das ist eine Never City, umgeben von Lava, mit schönen, schönen Never-Gebäuden und auch ziemlich Spawnern. Und man findet da auch erst einmal nur Essen. Oder, warte mal. Ja, und dieses Dungeon hat aber was Besonderes zu bieten. Also es hat natürlich, wie fast jeden, Fallen. Und da gibt es dann noch ein besonderes Merkmal an diesem Dungeon. Und zwar ist das, glaube ich, hier. Nein, warte mal. Kennen vielleicht schon wahrscheinlich viele. Oh, warte mal. Das ist auf jeden Fall was Episches. Ganz viel, viel besser als die normalen Never Dungeons von normalen Minecraft. Haben sich die Mods-Ersteller hier wirklich wieder was super einfallen lassen. Ach ey, wo habe ich denn jetzt das Ding hier? Komm, schnell. Sonst sind wir jetzt echt hier noch eine halbe Stunde dran. Aber man muss ja einfach sagen, dieser Mod ist riesig und das schafft man einfach kaum in einer Viertelstunde. Ups. So. Wenn man das ausführlich erklären will, geht das einfach nicht. So, hier habe ich auch... Oh Mann. Scheiße. Also hier ist auf jeden Fall geiler Stuff, muss man wieder mal sagen. Und ich habe schon eine Druckplatte gehört. Ah ja. Was wäre denn das jetzt gewesen? Weiß ich jetzt nicht. Aber ich finde das gerade einfach gar nicht. Bin ich blöd. Ich ist echt blöd, als das... Ups. Als hier im Ofen ist nichts. Alter, wo ist es das? Richtig kacke. Ich finde das nicht. Ich bin ja schließlich in Game-Mode. Komm jetzt, Alter. So, warte mal hier. Ah ja, da ist auf jeden Fall geiler Stuff drin. Das
Muss ich jetzt nochmal sagen, aber ich finde das Ding einfach nicht. Ich bin einfach zu unfähig dafür. Und es ist gar nicht mal drin integriert. Aber ich sage es euch schon mal, das ist einfach eine Achterbahn. Wenn man die so lustigweise fährt, dann fällt man in die Lava. Und da ist auch das Ende vom Dungeon mit einer richtig, richtig geilen Endstuff. Aber ich finde das einfach nicht. Ich bin einfach zu unfähig dafür. Achso, ein Netherportal zum Zurückgehen. Aber ich finde das einfach nicht. Lol. Ich finde das echt nicht. Und ich muss noch dazu sagen, dieses Dungeon ist sehr, sehr, sehr selten. Es ist gar nicht drin. Es ist gerade gar nicht drin integriert. Na gut, wir müssen jetzt echt weiter, Alter. Das ist. Die Folge ist einfach sonst zu lang, denn jetzt kommen wir endlich mal zum letzten. Also man sieht schon, die Mod hat richtig viel zu bieten. Und ich kann euch dann zum Schluss dann noch schnell die extra Sachen zeigen, die man davon natürlich hat. So, aber erst einmal hier nochmal schnell. Das kennen schon viele Schiffe. Da geht es von den kleinsten bis zur ganz großen mit einem heftigen Pirate-Kapitän. Und da sind wir jetzt auch schon erstmal. Das ist natürlich normal im. Lol. Das ist ein Schiff. Lol. Lol. Was ist denn das alles? Lol. Hä? Was habe ich denn da aufgesammelt? Oh mein Gott. Hä? Was ist denn das für ein Ding? Das ist doch kein Schiff. Das ist nie im Leben ein Schiff, ey. Lol, ich kenne das gar nicht mal. Das könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, was das jetzt sein soll. Okay, da haben wir auf jeden Fall noch ein geiles Schwert. Ice Arrow. Ja, also, ganz schön dieses Dungeon. Aber, wieso ist das kein Schiff? Lol. Okay, das ist auf jeden Fall auch ein geiles Dungeon. Also, der Mod hat wirklich so viel zu bieten. Aber eins muss ich sagen, diese Dungeons hier, da haben wir gerade so einen geilen Dungeon. Die gehören nicht zu diesem Mod dazu. Es ist nochmal ein eigener Mod. Battle Towers heißt der. Und ja. Ach, jetzt haben wir ein ordentliches. Und das ist auch noch ein großes Schiff. Man sieht schon ganz, ganz viele Spawner. Es fängt an mit Piraten, mit Lederrüstung und Holzschwert. Bis hin zu Dia-Rüstungen und Dia-Schwert. Und dann oben hier beim Boss-Kapitän. Das ist der Spawner. Und der bringt einem den Ninja-Dagger, den ich schon gesagt habe, mit dem man sich porten kann. Und der bringt richtig geilen Stuff in den Film. Okay, das hier zum Beispiel, das ist immer richtig fett. Richtig geilen Loot. Da haben wir noch Triple Boots, also eine Hexit-Rüstung. Auch nicht schlecht, sogar richtig geil verzaubert. Und dann haben wir sogar noch Hexic-Lizenzen, eine Plastic Magic River. Also diese Boote lohnen sich, sind aber auch gefährlich, muss ich einfach mal sagen. Und da bin ich manchmal schon fast drin verreckt. Das schafft man nicht so leicht, so mit einer Lederrüstung. So, aber ich muss jetzt auch schon eigentlich beenden. Wie viel haben wir denn jetzt schon? 22 Minuten. Diese Folge ist extra lang. Sorry, aber dann machen wir jetzt so eine 25-Minuten-Folge. Und von diesen Schiffen gibt es noch ganz kleine Arten, wo 2 bis 3 Piraten drin sind. Und meistens eine Essenstruhe oder da sind dann Ding drin. Eine kleine Truhe, also Essenzen. Und ja, mehr eigentlich nicht. So, und dann sage ich jetzt noch zum Schluss, was es da alles drin gibt. Also eben noch so diese 9 Mobs. Und dann noch die Stuffs. Kennen ja sicher alle von Hexit und lieben es. Diese ganzen Stuffs und Essenzen, die kommen alle von diesem einen Mod. Kennt ihr ja schon Poison Stuff, die Darkness Stuff und natürlich auch den Fire Stuff. Und da gibt es ja noch mehr an Auswahl. Hier noch den Wind Stuff, den Electric Stuff. Der ist nicht da drin, der ist noch in einem anderen Mod. Aber der ist auch geil. Den kann ich auch mal präsentieren. Und hier haben wir von dem Goblin Boss. Das ist von der Burg. Da können wir dann hier natürlich noch den Kapitän spawnen. Aber natürlich kann man sich mit dem auch porten. Und da die Mod bietet auch noch geile Schwerter. Und dann muss ich auch noch hier Ninja. Das ist der Ninja Dagger. Das ist das, was der Pirat droppt. Man sieht schon, wenn ich Schiff damit mache, dann porte ich mich in die Erde. Wo ich natürlich schnell ersticken kann, aber mit etwas Glück mich, wenn ich im Kampf bin, kann ich mich damit retten, indem ich mich einfach in die Erde grabe. Oder wenn ich mal durch eine Wand muss, dann geht das ganz, ganz schnell. So, aber insgesamt war es das jetzt schon von dieser einen Mod. Die ist einfach super. Da gibt es viel dran zu erforschen und die bringt eigentlich wirklich das Wahre an Hexit. Richtig, richtig viel Action. Und auch noch geile Schwerter. Und die Hookshot zum Beispiel, die ich euch mal gezeigt habe, von der Cave Spider. Die kommt auch von diesem Mod. Da gibt es echt geile Sachen. Das
zum Schluss möchte ich euch nur noch schnell den Trickster-Decker, der wird auch vom Piratenboss, ups, ich habe die Feststelltaste aktiviert, sorry wegen dem, wenn ihr damit Shift macht, dann spawnt ihr euch ganz Klone, ganz schöne Klone, und wenn, lol, das ist eine Frau, das ist jetzt ein Mann, und wenn man die schlägt, dann hauen die einfach ab und kommen dann nie mehr wieder, und die hier, die lasse ich mal leben, die kann ruhig bleiben. Und ja, dann würde ich einfach mal sagen, stelle ich mich mal neben der und sage jetzt einfach noch zum Schluss. Es ist ein super Mod, macht Hexit echt abenteuerreich. Und bitte schaut euch die vorherige Mod-Vorstellung an. Ach, schade, die mag mich wohl nicht. So, also dann, lol. Also dieser Mod ist richtig, richtig geil. Das ist jetzt aber auch wirklich nur wegen dem Texture-Pack. Normal sind das immer nur so die gleichen Klone. Also, es ist wirklich ein geiler Mod, bringt Hexit echt richtig Action. Und ja, ich sag einfach mal, tschüss, haut rein und ja, habt noch einen schönen Tag.